Moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Online Challenge. Heute mit Peter, Christian und Sebastian und meiner Wenigkeit. Und es gibt wieder das GTA-Quiz. Ihr habt es euch gewünscht, auch in den peatsmeet.de Vorschlägen. Und ihr habt sogar eine tolle Sache dazu noch gesagt, ja. Wie wir das jetzt ein bisschen mal abändern. Und zwar ist es so, ich habe mich versteckt. Ihr seht auch, wo ich mich versteckt habe. Ihr seht, wo die anderen sind. Die sind am nördlichen Flughafen in der Wüste. Ich bin da. Und die wissen nicht, wo ich bin. Die haben gar keine Ahnung. Die kriegen allerdings jetzt von mir die Entfernung gesagt. Das sind genau, ja, zu Christian sind es 893 Meter. Zu. What? So nah bist du? Ist nicht so weit. Zu. Ja, zu den anderen 892 Meter oder wie auch immer. Okay. Und die müssen jetzt quasi irgendwo hinfahren. Die haben jetzt, die müssen die Fragen beantworten. Die kriegen wieder 5 am Stück. Pro richtige Antwort gibt es 5 Sekunden und die fahren dann. Und nachdem sie dann ihre Strecke absolviert haben, sage ich denen nochmal den Wegpunkt. Und wenn sie näher dran, also wer dann nach, ich sag mal, ja, wollen wir machen nach X Durchgängen oder wollen wir machen, bis ihr mich gefunden habt? Ich bin für X Durchgänge. Ja. Okay. Oder bis einer dich gefunden hat. Also dann vorher. Sagen wir mal, machen wir mal 7 Durchgänge, ja? Okay. Erstmal. Machen wir mal 7 Durchgänge. Und dann schauen wir. Oder bis mich einer gefunden hat und dann geht's los. Ich würde sagen, wir machen die TS-Reihenfolge. Das heißt, Christian fängt an vor Peter und dann Sepp. Und ja. Die erste Entscheidung bestimmt hier ja schon alles fast. Ja. Rechts oder links vom See oder nach hinten. Ja, aber das, also du sagst aber die Punkte, wie, also mal angenommen, ich fahre jetzt, dann sagst du mir aber, ob ich näher dran bin oder weiter weg, erst wenn alle gefahren sind, oder? Ja. Ja, kann ich machen. Das ist wahrscheinlich mega besser. Nachteil. Wenn ich jetzt rechts rumfahre und bin weiter weg, fällt ja keiner mehr rechts rum. Das genau. Echt, das wäre besser so. Ja, kann man machen. Gut, dann ist die erste Frage, Christian. Welches dieser deutschen Bundesländer hat keine Auslandsgrenzen? Baden-Württemberg, Hessen, Bayern oder Saarland? Hessen. Korrekt. Von welchem Planeten stammt der Held Superman? Pygmalion, Helios, Krypton oder Avatar? Krypton. Vielleicht gewonnen, ja. Wo befindet sich die spanische Hofreitschule? In Madrid, Barcelona, Genf oder Wien? Genf. Wien. Natürlich. Shit. Das wüsste ich, weil ich schon mal war. Ach, du warst ja schon. Frau Eieruhr. Die Farbe des Ahornblattes auf der Flagge von Kanada ist rot, golden, gelb oder weiß? Die ist rot. Korrekt. Und die letzte Frage. Welches Land wird geschichtlich begründet als das Land des Kaffees bezeichnet? Uganda, Mexiko, Äthiopien oder Indonesien? Äthiopien. Das ist auch korrekt. Das sind 20 Sekunden Alter, für dich. Stark. Ich fahre auf jeden Fall in die andere Richtung, kann ich dir jetzt schon sagen. Deine Zeit. Peter, vielleicht hast du gar nicht. Läuft. Ja, das kann auch sein. 20 Sekunden insgesamt, ne? 20 Sekunden hast du Zeit, sobald dann wieder loslassen, ne? Und nicht in See fahren, das wäre ganz gut. Hoch. Dann 3, 2, 1, go! Tschö, Christian! Bis gleich. Alter, hier ist ja noch richtig. Ja, da muss man richtig ausweichen. Ich muss in der Kinokamera fahren. Scheiße, ich wollte auch rechts rumfahren, das ist doch belastend. Aber 800 Meter ist nicht viel, der muss ja hier schon sein. Ja, eigentlich schon. Ja, ist schon fast ein Kilometer. Stopp! Oh, das war auch nicht lang. Nee. Ist man nicht so weit gefahren, nur um zu checken gleich, ob ich richtig oder falsch bin. Okay. Nächste Frage bekommt dann Peter. Der höchste bekannte Baum der Erde ist eine Weißtanne, ein Küstenmammutbaum, eine Douglasie oder ein Eukalyptusbaum. C. Eine Douglasie, sagst du? Ja, da deckt sich keiner aus. Ein Küstenmammutbaum. Der ist belastend.
Wo gibt es im Bereich der Binnenschifffahrt einen Drempel? Am Ufer, an der Mündung, an der Schleuse oder im Oberwasser? Okay, ich kenne Drempels wegen Holland, Let op Drempels. Da sind das so Erhöhungen, über die man drüber fahren muss. Was waren die Antwortmöglichkeiten? Am Boden? Ufer, Mündung, Schleuse, Oberwasser. Dann sag ich Mündung. Die Schleuse. Die Fragen sind schwerer geworden. Nee, es sind immer noch dieselbe Stufe. Was ist eine Kornweihe? Eine Schlange, ein Käfer, eine Schildkröte oder ein Vogel? Vogel, keine Ahnung. Korrekt. Sehr gut. Welcher Fußballspieler wurde auf der Insel Madeira geboren? Zlatan Ibrahimovic, Bastian Schweinsteiger, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Messi. Cristiano Ronaldo. Siehst du eigentlich. Und die letzte Frage: Auf welche Mythologie bezieht sich die Gedenkstätte Valhalla? Nordische Mythologie, griechische Mythologie, ägyptische Mythologie oder römische Mythologie? Nordische. Das ist korrekt. Damit hast du 10 Sekunden, die du jetzt Zeit hast. Das muss ja gar nicht unbedingt falsch sein. Ich bin gespannt, wo wieder hinfährt. Und deine Zeit läuft. Ich glaube, wenn du jetzt 10 Sekunden Hartgas gibst, kannst du mich einholen. 1, jetzt. Peter fährt auch nach rechts. Peter fährt nach hinten. Risiko, Baby! Peter fährt auf den Berg? Stopp! Oh, da bist du nicht weit gekommen. Da bin ich überhaupt nicht weit gekommen. Nee. Dann, Sebastian. Mhm. Am 1. Januar 2021 öffnete das neu geschaffene Bundesamt für Auswärtige Beziehungen, Angelegenheiten, Nachrichtendienste oder Affären. Kannst du mal die Antwortmöglichkeiten vorlesen? Beziehungen, Angelegenheiten, Nachrichtendienste oder Affären. Das Bundesamt für Auswärtige Beziehungen, Angelegenheiten, Nachrichtendienste oder Affären. Ah. Angelegenheiten wäre die richtige Antwort gewesen. Okay, B wäre richtig gewesen, ne? Ja. Was meint der Berliner, wenn jemand J.W.D. wohnt? J.W.D. Nobel, zur Untermiete, weit abgelegen oder in der Wohngemeinschaft? Also ich meine, J.W.D. ist, wenn du ganz weit weg wohnst, also am Arsch der Welt. C. Weit abgelegen. Ja. Korrekt. Ganz weit draußen. Ja, ganz weit. Das kenne ich sogar vom Niederrhein, also. Ja, das kenne ich tatsächlich auch. Eine 1967 gegründete, politisch motivierte Wohngemeinschaft in West-Berlin hieß Null Bock WG, Große Freiheit Nummer 7, Hafenstraße oder Kommune 1? Kommune 1. Ist korrekt. Frage Nummer 4. Wie lautet eine Berufsbezeichnung im Bauwesen für den Leiter einer Baustelle? Baumeister, Architekt, Polier oder Notar? Kannst du das nochmal vorlesen? Wie lautet eine Berufsbezeichnung im Bauwesen für den Leiter einer Baustelle? Baumeister, Architekt, Polier oder Polier oder Notar? Oh. Jay hat das Spiel verlassen. Ja, als ob ich... Oh, Jay ist gekickt echt worden. Echt jetzt so schnell? Sepp hat so lange gebraucht. Also weiter. Wie lautet die Berufsbezeichnung im Bauwesen für den Leiter einer Baustelle? Also Baumeister, grundsätzlich... Architekt, Polier oder Notar? Ich nehme den Polier. Keine Ahnung, was das ist. Der Architekt wäre irgendwie zu easy. Ich ist korrekt. Nice. Welche Form von Gebirge gibt es nicht? Kammgebirge, Kettengebirge, Kannengebirge oder Kuppengebirge? Kannengebirge. Ist korrekt. Dann bist du jetzt... Hast du 4 Antworten richtig? Und 5? Ja. Und darfst noch nicht fahren, weil ich muss erstmal wieder joinen. Wie schnell bin ich bitte gekickt worden? Gut, dann Sepp, deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt.
fahren wir denn hin? Wo fahren wir denn hin? Oh, erstmal gegen so einen Pöller. Nice. Erstmal Zeit verschwenden. Wieso liegt hier. Okay. Okay. Stopp! Oh Gott! Ja, 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 ja. Okay. Ja, steht ganz gut, ne? Ja. Übrigens der mit dem nackten Oberkörper, wenn er mich rammen will. Ja. Also. Ich gehe davon aus, dass wir hier von Luftlinie reden, ne? Mhm. Okay. Christian ist der Erste, der gefahren ist. Ist 636 Meter weg von dir. Christian ist näher dran. Peter, 1029 Meter. Oh mein Gott. Sepp, 977 Meter. Ich bin nur 200 Meter gefahren. Okay. Näher ran. Nicht ja, gefahren. Ja, aber... Das heißt, du bist nicht genau auf ihn zugefahren, wahrscheinlich. Nee, nee, nee. Also naja. Nicht. Das Problem ist... Ja. Also, warte mal, wie viel waren das noch? 600 Meter oder so, ne? Ja. Oh, fuck. Behalten wir die Quizreihenfolge bei oder geht das nach Entfernung jetzt? Ne, wir behalten die. Ich sag's dann wieder am Ende. Okay. Ja, das ist aber scheiße. Das kann immer noch sein, dass der auf der anderen Seite des Sees ist. Dann wäre Sepp am nächsten einfach nur in die richtige dran. Richtung... Nee, wenn der Luftlinie sagt, nicht. Nee, dann wäre Sepp am nächsten dran im Sinne von, ich bin in der wenn er fahren muss. Ja, aber dann ist von der Strecke, die er zurück... die Luftlinie nach den 7 Durchgängen. Genau, aber wenn quasi Sepp jetzt, weil der Weg, der links rum ist ja kürzer um den See rum, dann heißt, er müsste dann, wenn er weiter um den See rum fährt, von schneller der wieder aufholen schon. Ja, ja, aber ich dachte, er hätte die Luftlinie gesagt. Hat er ja auch. Deswegen ist halt die Frage, wie entscheidet sich Sepp gleich? Dreht er um? Tja, oder fährt das er weiter? Das werden wir jetzt gleich sehen, aber erstmal... Ich bin gefickt, deswegen chill ich. Nein, Peter, du bist überhaupt nicht gefickt. Christian, gute Antwort. Ja. Wie heißt ein seit 1977 vergebener deutscher Negativpreis für besonders dreiste Produktkopien? Felcinius, Imitatus, Plagiarius oder Kopikal? Keine Ahnung. B. Der Imitatus, es wäre der Plagiarius. Schade. Geil. Welches chemische Element steht... für welches chemische Element steht das N? Sauerstoff, Lithium, Wasserstoff, Stickstoff. Stickstoff. Korrekt. Was ist der Jolly Roger? Eine Inselgruppe, ein Zelt, eine Münze oder eine Piratenflagge? Das ist eine Piratenflagge. Das ist der Totenkopf, ne? Aften findet man im Mund-Rachenraum, in Kleinasien, in der Mythologie oder am Sprunggelenk? Was? Aften findet man... ja, das geht ja sehr weit auseinander. A-P-H-T-H-E-N. A-P-H-T-H-E-N. Deswegen habe ich mal... Also nicht A-P-H Aften. Ist gut. Aften. Bestimmt am Fußgelenk. Im Mund-Rachenraum. Ja, scheiße. Aber was Körperliches. Letzte Frage. Was ist eine Rotunde? Ein Baukörper, ein Lebensmittel, ein Haushaltsgerät oder ein Fahrzeug? Ein Baukörper. Korrekt. Damit hast du 15 Sekunden jetzt Zeit. Ja, ich fahr einfach mal weiter, ne? Und deine Zeit läuft ab jetzt. Gut, dass es nicht so dunkel ist. Sag mal, ist der hier? Ich bin ja eben nur 200 Meter gefahren, ne? Stopp! Shit. Oh, das war kurz. Das ist doof, ich wollte gerade drehen. Na egal. Also dann ich bin sofort stehen geblieben, weil ich wollte drehen. Ja, 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 ist gut. Dann ist Peter dran. Ja. Welches war der erste Fußballverein, in dem Oliver Kahn spielte? Ui. SC Renania Hinsbeck, Karlsruher SC, Westfalia Waldmar oder SV Wahlbeck? Natürlich der Karlsruher SC. Das weiß man natürlich als Oliver Kahn-Fan, richtig. Nice. Wer wenig isst und an Gewicht verliert, der fällt umgangssprachlich vom Himmel, von den Knochen, vom Hocker oder vom Fleisch. Vom Fleisch. Das ist korrekt. Wow, okay.
Okay. Welche Gruppe wurde früher als Pfeffersäcke bezeichnet? Großkaufleute, Bischöfe, Adlige oder Reeder? Sag nochmal bitte. Pfeffersäcke. Ja, das habe ich verstanden. Ich meine die Großkaufleute, Bischöfe, Adlige oder Reeder? R-E-E-D-E-R sind, glaube ich, die Reeder. Die Reederei, Schiffsreederei. Schiffleuten, genau, deswegen habe ich das auch. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Großkaufleute die fetten Pfeffersäcke einfach in ihre Lager geschleppt haben oder schleppen haben lassen. Deswegen nehme ich die. Korrekt. Ja. Von welchem Land ist der Großglockner der größte, der höchste Berg? Deutschland, Schweiz, Italien oder Österreich? Der Großglockner? Der Großglockner. Italien. Österreich. Letzte Frage. Habe ich schon. Die Fibonacci-Folge steht in einem unmittelbaren Zusammenhang zu goldenen Schnitt, kupfernen Schnitt, silbernen Schnitt, eisernen Schnitt. Goldener Schnitt. Das ist der einzige, den ich kenne. Das ist korrekt. Wahrscheinlich, weil es der einzige ist, den es gibt. Alles. Kurz wieder ein bisschen bewegen. Die Zeit stellen. Peter auf 20 Sekunden und deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Müsste ja Peter fast sehen, wenn er hier kommt. Ich bin ein ganzes Stück schon gefahren, ist das Problem. Ja, aber jetzt ich bin auch wieder nicht so mega weit gekommen, leider. Jetzt spawnt vor mir ein Flugzeug. Oh Gott, Crash. Nice. Crash. Nicht in die Tanks. Stopp. Jo. Okay, Peter ist nicht bis zu mir gekommen. Fährst du Christian? Sebastian! Mhm. Welches deutsche Rechtsgebiet regelt den Pflichtteil? Erbrecht, Familienrecht, Strafrecht oder Baurecht? Den Pflichtteil? Ja. Das Strafrecht. Das Erbrecht. Okay. Wofür steht die Abkürzung ELW bei der Feuerwehr? Einsatzleitwagen. Was noch? Einsatzlastwagen. Okay, ich dachte, das wäre ein Rechtschreibding. Also Einsatzleitwagen, Einsatzlastwagen, Ersatzleitwagen, Ersatzlastwagen. Ich hätte mal eine kurze Frage. Hier steht ein Typ mit einer AK, der ist nicht so gut auf mich zu sprechen. ich stehe hier einfach nur. Was mache ich jetzt? Schießt der auf dich? Und töte ihn, ja. Na, friendly ist, Einsatzleitwagen ist korrekt. Ja. Ein Exzenterstopfen findet man oft bei Waschbecken, Stehlampen, Regenschirmen oder Kugelschreibern. Ein Exzenterstopfen? Chris ist in einem Gangangriff. Ey, kein Problem, ich bin in einem Gangangriff. Ich mach das. Okay. Kugelschreiber? Ist das deine Antwort? Ja. Falsch, Waschbecken. Was kann kann man heute im Park an der Ilm zu Weimar besichtigen? Mozarts Geburtshaus, Maybachs Garage, Picassos Atelier oder Goethes Gartenhaus? Was, Mozart? Nee, Goethe. Korrekt. Muss vielleicht niesen. Ich muss nicht nur vielleicht niesen, ich muss niesen. Wie heißt ein satirischer Spielfilm des Jahres 1988 mit Gerhard Polt in der Hauptrolle? Alter. That's English. Alter Schwede. Wo liegt Rom mit H? Oder man spricht Deutsch. Deutsch. Ah. That's English ist. Man spricht falsch. Deutsch. Man spricht Deutsch. Ach, klar, den. Kenn ich sogar Klassiker. Den Film, den hab ich mal gesehen. Damit hast du, glaube ich, 5 Sekunden, ne? Möglich. Das. Und dann läuft deine Zeit in 3, 2, 1, jetzt. Scheiße, ich stehe noch richtig, richtig scheiße hier. Stopp! Kacke, bitte, bitte gegen den Baum. Yes! Sonst wäre ich in den Fluss gefahren. Wow. Dann gehen wir jetzt mal die Abstände durch.
Christoph bewegt sich halt immer so mal Pina. Ja, ich bin, ich stehe direkt an meinem Auto. 558 Meter. Wow. Wow. Peter 892 Meter. Scheiße. Sebastian 862 Meter. Scheiße. Sepp, wo bist du? Ich konnte 5 Sekunden fahren, Peter. Ja, aber wieso sehe ich dich nicht? Wir sind 30 Meter angeblich unterschiedlich weg von Sepp, Jay. Von Jay. Tja, Peter. Luftlinie. Luftlinie, schon klar. Aber finde ich trotzdem faszinierend, dass ich ihn nicht sehen kann. Ich glaube nicht, dass du so weit weg von mir bist, also... Ah. Christian, kannst du gerade Fragen beantworten? Ja, ich beantworte einfach Fragen und verteidige mich hier. Wie heißt die berühmte Gemäldegalerie in St. Petersburg? Eremitage, Prado, Louvre oder Uffizien? Eremitage, Prado, Louvre, Uffizien. Uffizien. Eremitage. Ja. Ach, scheiße. Wer sich streng an Regeln hält, der handelt. Inkonsequent, tangent, subsident oder stringent? Stringent. Scheiße. Korrekt. Plomben als Siegel für Behälter oder Gehäuse bestehen dem Wortursprung nach aus Zinn, Blei, Lack oder Gold. Plomben? Plomben als Siegel für Behälter oder Gehäuse bestehen dem Wortursprung nach aus Zinn, Blei, Lack oder Gold. Bleibst bei Zinn? Ja. Blei. Warte. Was versteht man heute unter anderem unter Franzbranntwein? Arzneimittel, Weinbrand, Kräuterlikör oder Löschmittel? Was war das zweite? Weinbrand. Franzbranntwein. Arzneimittel, Weinbrand, Kräuterlikör oder Löschmittel? Kräuterlikör. Weinbrand, Kräuterlikör. Es wäre Arzneimittel. Letzte Frage. Wer ist der Anführer in einer Kindergeschichte, kann fliegen und kämpft gern mal gegen Piraten? Kalle Blomqvist, Ronja Räubertochter, Peter Pan oder Tom Sawyer? Ja, bleibst du bei Peter Pan? Ich bleibe bei Peter Pan, ja. Das ist korrekt, damit hast du 10 Sekunden. Das ist gut, zumindest ein bisschen fahren, ich muss hier weg, es sind immer noch 19 Leute hier. Alter. Ja, deine Zeit. Warte. Sag Bescheid, wenn du im Auto bist. Ich sitze im Auto. Okay, 3, 2, 1, go. Drehen, fahren, schneller fahren. Sehe ich Christian? Die haben mir den Reifen kaputt geschossen. Nice. Oh nein. Stopp! Ah, nice, ich bin noch. Ich bin gegen Fall gefahren. Nein! Ja, du hast jetzt genug Zeit, um theoretisch den zurückzuschicken und dir den neu liefern zu lassen. Ja, das nee, alles gut. Alles gut, alles gut. Ja, wenn die den Reifen kaputt gemacht haben, solltest du das schon tun. Quatsch. Ja, du kannst ja gar nicht vorwärts. Peter! Ja. Auf welchem dieser Sender wird Tatort nicht ausgestrahlt? Okay. Arte, SRF1, ORF2 oder das erste? Arte. Korrekt. Welches Organ hat bei Morbus Basedow eine Fehlfunktion? Nieren, Kehlkopf, Leber, Schilddrüse? Leber. Schilddrüse. Schade. Der Schutzpatron der Autofahrer ist der Heilige Matthäus, Christophorus, Florian oder Martin? Was? Martin. Ja, Peter. Christophorus. Okay. Vor Iowa bei sich im Auto. Ernsthaft? Von der Mama geschenkt bekommen. Ja, von der Mama geschenkt bekommen. Welcher Held hat das Erscheinungsbild einer Fledermaus? Batman, Iron Man, Spider-Man, Superman. Batman, Spider-Man. Das ist korrekt. Fragen sind geil. Und wie wird die in fast ganz Europa verbreitete Stadt- bzw. Kirchenschwalbe noch genannt? Mehlschwalbe, Pulverschwalbe, Grießschwalbe oder Staubschwalbe? Moment. Mehlschwalbe, Pulverschwalbe? Ja, das sind dieselben Stufen. Was noch? Mehlschwalbe, Pulverschwalbe? Wie wird die in fast ganz Europa verbreitete Stadt- und Mehlschwalbe, Pulverschwalbe, Grießschwalbe, Staubschwalbe? Pulverschwalbe. Das wäre die Mehlschwalbe gewesen. Okay, keine Ahnung. Peter. Aber das ist aber immerhin drei richtige Antworten und mit 15 Sekunden hast du dann, warte,
Fällt ja bestimmt jetzt an mir vorbei, die Sau. Wann bist du gestern gefahren? Deine Zeit läuft ab jetzt. Hä, wo ist er? Da! Stopp! Pump rechts in den See! Nein! Da war ein Auto. Scheiße. Okay, wo ist Sepp? Tja, Peter. Deine Lichter gehen nicht mehr, habe ich gesehen. Ich habe mich versteckt in die Polizei beim Blitzen. Wie nennt man ein kleines, einteiliges Blasinstrument mit runder Form, oft aus Ton oder Porzellan? Ocarina, Orangina, Okinawa Ocarina oder Opiate? Richtig. Alter. Welches Wort beschreibt nicht umgangssprachlich eine Verrücktheit? Spatz, Knall, Meise, Macke. Spatz. Korrekt. Welcher Deutsche wurde sowohl als Teamchef als auch als Spieler Fußball-Weltmeister? Jürgen Klinsmann, Franz Beckenbauer, Rudi Völler, Berti Vogts. Lies die bitte nochmal vor. Jürgen Klinsmann, Franz Beckenbauer, Rudi Völler, Berti Vogts. Beckenbauer. Mann, der Trainer. Müsste korrekt sein. Oh Gott. Was ist Löss? L-Ö-S-S. Eine Süßspeise, ein Sediment, ein langes Floß oder eine Stoffart? Ja, das ist bestimmt was zu essen, das ist Süßspeise. Sediment. Ja, nice. Und das Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt in Absprunghöhe heißt Surfing, Messnern, Bouldern, Fracking. Bouldern. Oh, yes. Korrekt. 20 seconds for you. Die Zeit läuft ab jetzt. Der lebt ja gar nicht mehr, Peter, den du gerammt hast. Nee, nee. Stopp! Ja, sehr zufrieden. Oh nein, da kommt der Gegenverkehr. Da kommt der Gegenverkehr. Gehen wir mal wieder die Entfernungen durch. Christian. Aber dürfte sich nicht viel geändert haben. 631 Meter. Wait, what? Peter, 745 Meter. Sebastian, 523 Meter. Mhm. Wieso ist Sepp jetzt näher dran als ich? Weil der auf der Seite hier vom See ist. Ja, okay, aber... Ja, Sepp ist schon fast jetzt rum um See. Genau, ich bin rum um See. Ach, du bist doch um den See gefahren, ja, okay. Ja. Ich bin ja... Mach dir doch völlig meine, Peter, der ist auf der anderen Seite des Sees. Ja, das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Nein, du hast gesagt, das ist ja nicht. Doch, ich habe gesagt, natürlich ist der da und bei dir rum ist falsch. Deswegen bin ich links rum gefahren. Genau. Christian. Wie viele Innenkanten im Schraubenkopf hat ein Imbusschlüssel? 12, 8, 16, 6. 12. 6. Die meisten der schätzungsweise weltweit über 15 Millionen Uiguren leben heute in der Schweiz, Türkei, Dominikanischen Republik oder Volksrepublik China. China. Korrekt. Die werden, glaube ich, verfolgt, ne? Mhm. Ja. Wie könnte man das Gegenteil von prekär definieren? Glücklich, unproblematisch, gerecht oder leichtgängig? Unproblematisch. Korrekt. Welches Tier wird in Friedhof der Kuscheltiere beerdigt? Ein Katze. Wolf, eine Ratte, ein Vogel oder eine Katze? Katze. Korrekt. Was ist die Gesamtheit aller einem Wirtschaftsraum zugeordneten Wirtschaftssubjekte? Was ist die Gesamtheit aller einem Wirtschaftsraum zugeordneten Wirtschaftssubjekte? Mhm. Betriebswirtschaft, Bankwirtschaft, Volkswirtschaft, Schankwirtschaft. Volkswirtschaft. Korrekt. Ich fand Schankwirtschaft aber auch gut. Ja.
Das ist auf jeden Fall das, was Peter alles begehrt. Und dann kriegst du noch eine Frage. Robert Bunsen, Emil Erlenmeyer, August Kekule oder Kekule und Dimitri Mendeleev, waren berühmte Philosophen, Chemiker. Lyriker, Mathematiker oder Chemiker? Chemiker, nice. Sagst du? Ja, ist auch korrekt. So kennt man ja. Pa, 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 pa. Das big points for you. Ich muss so einiges damit aufholen. Hast du jetzt 25. Du kannst auch committen, aber er ist schon weit rum bei dir. Ja. Aber ich, wobei, und ich glaube, ich würde trotzdem noch zurückfahren. Also ich weiß nicht, deine wie weit Zeit er ist, aber läuft ab jetzt. Um den See rum, Leute, da kommst du bei der Taxistrecke an. Also ja, da das ist schon zu weit, das ist richtig. Also das muss umgehen. Kannst du völlig vergessen. Aber ich bin jetzt wieder am Start. Klinglingling. Was ist denn hier los? Stopp, wow. Alter, wieso fahre ich denn jedes Mal gegen so ein scheiß Schild? Warum kann man das nicht? Ich sag mal so, wenn du richtige Antworten machst, dann kommst du gut voran. Versuch ich das doch Peter auch mal. Dran. Ein zeitlich begrenztes Klangelement, das durch technische Mittel wiederholt wird, ist ein Loop, Woop, Moop, Roop. Loop, A. Wow. Woop, korrekt. Man muss einmal kurz bewegen. Sicher, sicher. Bodaggensalat, Grumbiera-Salat, Erpelschlot sind regionale Begriffe für den Tomatensalat, Gurkensalat, Blattsalat oder Kartoffelsalat. Das war zu schnell, bitte sag die vier Antwortmöglichkeiten nochmal. Tomatensalat, Gurkensalat, Blattsalat, Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Ja. Correct. Griechischer Fuchsschwanz ist eine Obstsorte, eine Pflanzenart, eine Tierart oder eine Musikart, Musikrichtung. Der griechische Fuchsschwanz. Ja, Musikrichtung bestimmt. Eine Pflanzenart. Ja. Keine Ahnung. Wer hat von Beruf wegen mit Mitochondrien zu tun? Starkstromelektriker, Biologe, Musikwissenschaftler, Psychiater. Biologe. Korrekt. Nice. Und die letzte Frage. Welches ist die größte Tierrechtsorganisation weltweit? Friends of Animals, PETA, Vier Pfoten oder das Deutsche Tierschutzbüro? Peter. Korrekt. Nice. Das sind 20 Sekunden für Herrn Smits. Nicht nice. Und deine Zeit läuft ab jetzt. Ja, wie hier vorhin mir dann noch gecrashed wurde, Alter. Genau richtig. Schön den Peter aufhalten hier. Hä, wo bleibt er denn? Ach, da! Oh nein! Stopp! Das ist Sebastian. Jetzt belastend. Peter, das war nice. Ich hab dich auf der Straße gesucht, auf einmal kommt dich aus dem Busch geflogen. Nice. Ja. Wo findet alljährlich das Nobelbankett statt? In Göteborg, Mensch. Stockholm, Helsinki oder Malmö? Malmö. Stockholm. Nice. Wie lautet ein japanischer Herrscher und Adelstitel, der oft mit Kaiser übersetzt wird? Bushido, Samurai, Geisha, Tenno. Bushido? Tenno? Was anderes? Tenno? Tenno habe ich noch nie gehört. Nein, Bushido war. Aber Bushido ist. Oder ist Bushido das Selbstmordding? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist der deine Mütter fickt. Das ist Harakiri, oder? Ja, aber es gibt noch unterschiedliche Arten von Sterben. Ich weiß nicht. Nein. Welches chemische Element endet nicht auf Ium? Kr,
also C-R-S-I-N-A-M-G. Also Kr-Si-Na-M-G. Was war C? Na. Ja, aber N-A? N-A. Und das muss auf was enden? Nicht auf Ium. Ja, C ist es. Du meinst Natrium? Ja. Okay, ist falsch. Chrom. Hä? Ich war völlig verwirrt. Ja, okay. Was Weiter. Ist ein groß G-R-O-S in Anführungsstrichen, G-R-O-S 12 mal 12, 13 mal 13, 10 mal 10 oder 11 mal 11? Was ist was? Oder 12x12. Ja, was ist ein groß? G-R-O-S. Ein groß. Was sind das für Fragen? Alter, das ist A, keine Ahnung. Ist richtig. Halt's auf! Ja. Oh Mann! Ist doch groß, oder? Ja, ich hab's ja groß oder groß. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht. Alter, als ob das jetzt. Ich hab mich die ganze Zeit bewegt. Ja, dann bist du einfach so gekickt. Das hatten wir ja früher auch mal bei mir. Ich hab mich doch immer wieder jetzt zwischendurch bewegt. Ja, keine Ahnung. Ja, dann kickt er dich einfach so. Welche zwei. Was? Nee, egal. Welche zwei Gangarten besitzen Islandpferde außer Schritt, Trab, Galopp? Tölt und Pass, Treja und Spellö, Zelt und Pecker, Peckler und Wissler. Ich hoffe, ich habe die jetzt immer richtig ausgesprochen. Ne? Ja, also das keine sind halt Ahnung. So diese AEs, die zusammen sind wie so ein X. Ich nehme C. Ich hoffe, sie werden so ausgesprochen. Zelt und Pecker, sagst du? Ja, ja, genau. Das ist falsch. Krass. Das wäre Tölt und Pass. Alter. Ja, echt harte Frage. Ja, Tölt war, Tölt, ja, wenn man Pferde ja, schon mal was damit zu tun hat, dann weiß man das. Ja, klar. Bestimmt nicht Pferde. Muss man hier halt damit auch zu tun haben. Dann laufen deine 5 Sekunden ab. Ups, warte. Jetzt. Macht der vorher noch hier Ups? Ich hab plötzlich auf 10 hochgegangen. Stopp. Alter, 5 Sekunden sind echt wenig. Ich muss erstmal beschleunigen, ne? Nein! Oh, du ja, schöner Crash! Nee, nix Crash. Ich bin da vorbeigefahren, Junge. Als ob. Der ist vorher abgebaut. Der Durchgang ist durch. Okay. Christian. 893 Meter. Alter, hab ich nicht. Dann Peter. 511 Meter. Haha, reimt sich. Und Sepp, 362 Meter. Alter, das ist nicht weit. Wir machen weiter mit Christian. Ich bewege mich hier nochmal im Kreis. Christian, welcher ist der größte Platz von Paris? Place de Clichy. Place Pigalle. Oder Place Pigalle. Keine Ahnung, ob die Place oder Place. Mhm. Place de la Concorde. Oder Place de la Concorde. Oder Plaie de l'Étoile. Alter. Ich kann das kein Französisch. Was hat denn Clichy, Concorde? De Clichy, Pigalle, Concorde oder L'Étoile. Ist Clichy nicht eine Creme? Ich nehme Concorde. Fußballspieler. Was? Concorde? Ah, nee, das war Vichy. Ja. Ich nehme Concorde. Ist korrekt. Nice. Welches Finale gibt es nicht bei einem Turnier nach K.O.-System? Das Achtelfinale, das Drittelfinale, das Halbfinale oder das Viertelfinale? Das Drittelfinale. Das ist korrekt. Bei welcher olympischen Disziplin gibt es die Todesspirale? Eiskunstlauf, Ringen, Biathlon, Kunstturnen. Ich dachte gerade bei Eiskunstlauf wäre direkt Eiskunstlauf, aber dann kam noch am Ende hier die Turnerei. Todesspirale. Das ist bestimmt eher Turnen. Kunstturnen? Ja. Eiskunstlauf. Ach, aufgewesen, ja. Wie heißt eine deutsche Zollsoftware zur Automatisierung der Zollabwicklung? Was? Bibel, Knigge, Atlas, Duden. Wird alles groß geschrieben mit Caps. Ja.
Ja, ramm mich ruhig, du Affe. Also B-I-B-L. Duden. Es ist Atlas. Letzte Frage. In welcher Serie spielte Pierce Brosnan, bevor er James Bond spielte? TJ Hooker, Remington Steele, Nash Bridges oder Simon und Simon oder Simon and Simon? Ciao, Jay. Wen oder in welcher Serie? Ernsthaft. Das kannst du mir doch nicht erzählen. In welcher Serie war die Frage? Remington Steele oder Nash Bridges? Das geht immer schneller, oder? Irgendwie sagen mir die Namen was. Die Frage war schon nicht wen, sondern in welcher Serie, Jay. In welcher Serie spielte Pierce Brosnan, bevor er James Bond spielte? Ja. TJ Hooker, Remington Steele, Nash Bridges oder Simon and Simon? Mich jetzt mal aufs Englische festgelegt. Remington Steele. Sag ich dir sofort, wenn ich neu gejoin. Was hast du gesagt? Remington Steele? Ja, hab ich gesagt. Korrekt. Yay. Dann müsstest du 4 haben, ne? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ja, ich werde auch immer wieder rausgekickt. Dann hast du jetzt 15 Sekunden Zeit und deine Zeit läuft ab jetzt. Stopp! Ich drehe mich wieder im Kreis, ich renne. So. Okay. Dann kriegt die nächste Frage der Peter. Und zwar, wie nennt man ein Schreibgerät, dessen Mine aus Polyesterfaser oder anderem Fasernmaterial besteht? Filzstift, Bleistift, Füller oder Kugelschreiber? Hm. Filzstift. Korrekt. Ein bekanntes Designerlabel nennt sich Dolce und Galbani, Gabbana, Gazzetti, Grimaldi. B. Korrekt. Welcher Sportler holte 1896 olympisches Gold am Sprungpferd, am Reck, am Barren und im Ringen? Klar. Theodor Treterbursche, Georg Galuschenkerl, Karl Schumann oder Leopold Latschenvater? Sag B bitte nochmal. Fick dich. Georg Galuschenkerl. Ich sag B. Also Georg Galuschenkerl. Nee, ich sag C. Karl Schumann. Ja, ich sag Karl Schumann. Ist richtig. Die anderen Sachen waren auch Troll, oder? Ja, ich hab den Troll bei B nicht verstanden, deswegen wollte ich dann Jay den nochmal vorlesen, aber ich weiß nicht, was der Troll war. Ich hab ihn immer noch nicht verstanden. Galuschenkerl? Also Galuschenkerl. Achso, ich hab geiler Schenkel verstanden. Wer führt einen Blitzmarathon durch? Der Rettungsdienst, der Kindergarten, die Feuerwehr oder die Polizei? Ein Blitzmarathon? Ja. Polizei. Korrekt. Noch eine Frage, du hast 4 bislang richtig. Alter, Peter, ey. Was ist kein Teilgebiet der Biologie? Ökonomie, Zoologie, Botanik, Genetik. Ah. Korrekt. Alter. Das waren einfache Fragen. Das sind alles dieselbe Stufe. Ich habe sie niemals geändert. Deine Zeit läuft ab jetzt. Oh, Peter dreht auch super schnell. Dann macht vielleicht Peter jetzt direkt sogar. Stopp! Okay. Das muss schon mega knapp dann sein. Dann haben wir jetzt. Das ist schon mega nah dran. Ich sehe ihn nicht zumindest. Das kann doch nicht sein. So. Dann ist Sebastian jetzt dran.
Wie heißt der Sänger, Mitbegründer und Leiter des Palastorchesters in Berlin? Was? Stefan Raab, Max Mutzke, Moritz Fink, Max Rabe. Moritz Fink. Max Rabe. Okay, ist Moritz Fink vielleicht auch ein krasser, bekannter Schauspieler oder so? Okay, keine Ahnung. Okay, nicht. Welcher dieser Staaten zählt nicht zu den sogenannten Maschrek-Staaten? Alter. Syrien, Ungarn, Israel, Ägypten. Syrien, Ungarn, Israel und Ägypten. Ja. Ungarn. Hätte ich auch gesagt. Ist korrekt. Welche Insekten zählen nicht zu den sozialen bzw. staatenbildenden Arten? Ameisen, Bienen, Heuschrecken, Termiten. Nee, Heuschrecke. Korrekt. Das war einfach. Welcher Staat gehört nicht zu den 6 europäischen Zwergstaaten? Luxemburg, Liechtenstein, Monaco, San Marino. Luxemburg, Liechtenstein, Monaco, San Marino. Fuck, was war denn San Marino nochmal? San Marino? Ist das deine Antwort? Ja. Also fragend. Okay. Richtige Antwort ist Luxemburg. Okay. Letzte Frage. Die englischen Grafschaften Middlesex, Sussex, Wessex und Essex haben ihren Wortursprung in Aufklärung, Fortpflanzung, Siebenbürgen oder Sachsen? Sachsen. Korrekt. Also, ich in Aufklärung. Ja, okay, du hast 3 Antworten richtig, dann hast du 15 Sekunden Zeit. Und deine Zeit läuft ab jetzt. Sehr gespannt, wie und wo Jay sich da versteckt hat. Das ist er schon mal nicht. Stopp! Okay. Wir geben durch. Ich roll noch, ne? Also, ja. Ja gut, aber Christian kann schon mal anfangen. Ja. Christian hat 747 Meter. Dann kommt Peter in der Reihenfolge. 183 Meter. Sepp, 336 Meter. Bin ich an ihm vorbeigefahren? Shit. Christian, wie heißt eine in verschiedenen Gaststätten gebräuchliche Abgabeform von Bier? Voltbier, Meterbier, Sekundenbier, Kilobier. War das Volt, Meter, Kilo, Sekunden, oder was? Kilo. Kilo. Meterbier. Wie nennt man ein Rätselspiel mit mehrdeutigen Wörtern? Kakaotässchen, Kaffeekännchen, Milchfläschchen, Teekesselchen. Teekesselchen. Korrekt. Wer wohnte in 221B Baker Street? Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, Madame Tussaud oder Gary Rafferty? Sherlock Holmes. Korrekt. Rainer Maria Wölki ist Vorsitzender des PEN-Clubs, PEN, EU-Ratspräsident, Gewerkschaftsvorsitzender oder Erzbischof von Köln? Erzbischof von Köln. Das ist korrekt. Richtig. Das ist der mit dem Missbrauchsskandal, glaube ich. Das mag sehr sein. Wie nennt man eine Person, die sich aus Forschungszwecken längere Zeiträume unter Wasser aufhält? Ein Atlanaut, ein Meronaut, ein Ozeanaut oder ein Aquanaut? Aquanaut. Korrekt. 20 Sekunden für dich. Juhu. Kacke. Deine Zeit läuft ab jetzt. Christian kann jetzt natürlich gut aufholen. Ich glaube, ist Christian auf der richtigen Seite schon? Alter. Wie so viele Steine.
Ja, nochmal drehen, alter Auto. Stopp! Ja, ich glaube, ich habe 30 Meter geschafft. Kacke. Ich müsste wissen, wo Peter ist. Peter. Wie lautete Elvis Presleys zweiter Vorname? Jack, Moses, Aaron, Bill. Elvis Moses Presley. Aaron. Smörebrö, Smörebrö, Römpömpömpöm. Singt in der Muppet Show der dänische Koch Rizzo die Ratte, Fossibär oder Dr. Julius Speckschwarte? Wait, du hast nur drei vorgelesen. Ja. Der dänische Koch, Rizzo die Ratte, Fossibär. Ach, der dänische Koch. Ach so. Du, also, ja. Der dänische Koch. Der heißt aber der dänische Koch. Ach so. A, der dänische Koch, B, Rizzo die Ratte, Fossibär oder Fotzibär und Dr. Julius Speckschwarte. Smörebrö, Smörebö, Römpömpömpömpöm. Ja? Ich glaube, Peter hatte schon A gesagt, der dänische Koch. Achso, der dänische. Achso, ich hatte schon der dänische Koch gesagt. Das kam bei mir nicht an. Entschuldigung. Ja, schon bevor du die schon mal wieder vorgelesen hast. Ah, okay. Missverständnis. Das ist korrekt. Wie heißt das Erstlingswerk des französischen Schriftstellers Gustave Flaubert? Flaubert. Ne? Ja. Madame Bovary. L'éducation sentimentale. Salambo. Oder Le Candidat. C. Madame Bovary. Ah, scheiße. Wer moderiert die politische Talkshow Hart aber fair? Frank Plassberg, Sandra Maischberger, Anne Will oder Reinhold Beckmann? Ah. Ist korrekt. Und die letzte Frage: Wie heißt der höchste Berg von Neuseeland? Te Mata, Mount Dampier oder Dampier, Takaka Hill oder Mount Cook? D. Korrekt. Und Peter hat voll abgesahnt. Kacke. Naja, zwei richtige, oder? Was? Hä? Der dänische. Ah, ne, drei. Entschuldigung, drei. Nicht? Also. Vertan? Doch, ich glaube. Du hast gesagt, wir sollen mitzählen. Ich glaube. Ja, ihr sollt mitzählen. Ja, drei ist gut. Hab natürlich voll mitgezählt. Drei ist bestimmt richtig. Drei ist auf jeden Fall. Also, mindestens. Gut. Mindestens drei, genau. Dann laufen deine 15 Sekunden ab jetzt. Wo ist Peter? Bing! Peter ist so hart an mir vorbeigefahren. Hat mich dann wahrscheinlich gesehen, dass ich immer wieder laufen musste. Oh. Im Kreis laufen musste. Ich hab ihn getroffen. Ja. Peter hat mich getroffen. Alter Vater, diese Luftlinie war echt crazy. Ja, die hat erstmal für Verwirrung gesorgt. Also dich da aber auch zu sehen hier beim Vorbeifahren, also, ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Ja, und mit dem AFK-Ding, ich muss mal gucken, ob ich so eine Quiz-Dings auf dem Handy finde oder sowas. Damit ich nicht immer da AFK minimieren muss. Da, in dem Busch. Ich war immer, ich stand die ganze Zeit im Busch, bin immer im Kreis gelaufen im Busch. Ja, und ich bin ja von der anderen Seite gekommen, bin halt voll an ihm vorbeigedüst. Ja. Ich hab gedacht, du wärst schon weiter gewesen, fuck. Ne, Peter ist komplett an mir vorbeigefahren. Ihr habt da schöner Kamera. Whee, deswegen habe ich auch nicht die Antworten gezählt, weil ich die ganze Zeit geguckt habe. Bewegt er sich jetzt zwischen den Fragen? Ist das ein NPC oder nicht? Da waren nur so Pixel, die sich bewegt haben. Ich war die ganze Zeit voll abgelenkt. Naja, nice. Glückwunsch an Peter, der hat hier das GTA-Quiz gewonnen. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.